Ja, also wie gesagt, ich wollte ja dampfen, habe ich aber nicht geschafft. Irgendwie. Und ich glaube, es wird heute auch nichts mehr. Naja, ein bisschen weg, muss noch ein bisschen was machen. Aber ich habe keine Lust, manchmal habe ich keine Lust. Nimm es mal, ey. Ich mache eigentlich gerne sauber. Wenn das hinterher alt wieder schön ist. Mein Neffe hat gestern die Wellensittiche sauber gemacht. Oder vorgestern. Ist ein großer, eine große Voliere. Wir leben im Schwarm. Also das ist praktisch kein extra Vogelzimmer. Aber die Vögel dürfen halt nicht im ganzen Haus rumfliegen. Weil es hat auch was damit zu tun, dass der Dreck dann überall ist und das geht nicht. Ja. Und wir achten schon immer sehr darauf. Also morgens wird gesaugt, manchmal zum Nachmittag und dann abends nochmal. Ja, das muss schon sein. Also das geht gar nicht. Im Vogeldreck leben, nee. Ist hier immer picobello. Wenn man nicht, dann wird es halt weggemacht. Aber eklig ist hier nichts und hier ist auch kein Vogelkeckerchen. Nee. Eigentlich nicht, nee. Ja, ich bin immer so gewesen, wie ich bin. Immer. Heute noch. Ich habe auch Leute, die mich nicht leiden können. Wenig, aber ich habe ich, ja. Ich habe in meinem Leben zwei Frauen getroffen, die sind mit mir nicht klargekommen. Das eine ist die Lebensgefährtin meines Vaters. Und das andere war irgendeine Frau mal in so einer Fortbildung, die ich gemacht habe. Schon ein paar Jahre her.